Einmal im Jahr wird der Weißensee Schauplatz für das größte Eisschnelllauf-Event der Welt, die alternative holländische Elf-Städte-Tour. Vor mehr als 30 Jahren wurde die Veranstaltung nach Kärnten gebracht. Die alternative Elf-Städte-Tour ist ein Volkslauf, Volksfest für Eislaufen. In Holland ist es, wir haben eine ganz große Tradition von Eislaufen, aber wir haben weniger und weniger Eis. Das ist ja vom Klima aus. Aber in Österreich, hier in Kärnten, gibt es noch immer das jährliche Eis. Und wir haben die holländische Tradition in Österreich, in Kärnten, weitergemacht. Mehrere tausend Teilnehmer aus dem Profi- und Freizeitsport stellen sich den Bewerben über 50, 100 und 200 Kilometer. Angefeuert von zahlreichen Sportbegeisterten. Die alternative Elf-Städte-Tour bringt rund 4 Millionen Euro an Wertschöpfung, 35.000 Nächtigungen in einer Zeit, die nicht so tourismusintensiv ist wie andere. Und wenn man sich das Ganze da anschaut, die Gäste sind wirklich begeistert. Der ganze Ort hilft mit. Wir haben bestes Wetter, da lacht auch das Herz des Tourismuslandesrates. Wir haben den Vertrag mit unserem holländischen Partner jetzt auf 99 Jahre wurde der wieder verlängert. Also man sieht, die alternative Elf-Städte-Tour ist wichtig für den Weißensee, aber der Weißensee ist auch wichtig für die alternative Elf-Städte-Tour und gemeinsam können wir das auf die Beine stellen und ich hoffe doch, dass noch viele, viele, viele Jahre diese Veranstaltung bei uns stattfindet. Dass die Wahl als Austragungsort ursprünglich auf den Weißensee fiel, verdankt man übrigens dem bekanntesten Geheimagenten der Welt. 1987 wurde hier der James-Bond-Film »Der Hauch des Todes« gedreht. Und dadurch wurde man auch in Holland auf den Weißensee aufmerksam.